Yo ho ho, I'm a bottle of rum. Ja, also damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir haben wie versprochen in der letzten Folge die Mission erledigt. Was ist denn das hier? Oh, hier sind Assassinenaufträge. Yo, geil. Dann holen wir uns gleich mal die Assassinenaufträge von da. Obwohl, nee, wir sind ja so viel zu, weißt du wie. Marinekonvoi, was denn das? Das ist ja viel näher. Das liegt auch näher am Ziel. Was soll das denn sein? Ich sehe es sogar schon. Ey, Quatsch. Auf E muss ich ja. Oh, 2000 Real! Oh mein Gott! Die hole ich mir, die hole ich mir. Hallo Freunde, ich bin es, der Papa. Oh, habe ich keine Munition mehr? Auch nicht schlimm. Wir segeln erstmal hinten rein. La 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 la. Wer mag denn nicht Marinekonvois? Es sind Piratenjäger. Fett beladen. Bam. So, die können uns jetzt wahrscheinlich abschießen, aber wir rammen die erstmal ordentlich. Bereit zu schießen, Sir. Bam. Feuer. So, und guten Abend. Feuer. Feuer. Auf dein Zeichen, Captain. Ey, wie werfe ich nochmal die Feuerwasser ab? Achso, alles klar. Feuer! Hat nicht so viel gebracht. Oh mein Gott, da kommen viele Schiffe. Feuer! Wenn er da keine... Alter, was ist das? Ist ein Piratenjäger! Das ist also doch so, wie ich mir gedacht habe. Oh, das ist jetzt schlecht. Das hätte ich nicht gedacht, dass die gleich so stark werden. Okay, da müssen wir uns jetzt ordentlich konzentrieren. Was das wird. Ach du Scheiße, die werden mit einem Schlag so heftig. Ulala, wer hätte das gedacht? Feuer! Dann konzentriere ich mich lieber erstmal auf den Piratenjäger. Oh mein Gott. Momentan hat er uns die nicht gesehen. Feuer! Feuer! Der Zimmermann muss das kriegen. Feuer! Der hat uns schon getroffen. Runter und über die Welle. Alter, der macht ordentlich Schaden. Ulalalalalalala. Ihr müsst ja das Bein kommen kurz. Bevor wir weiter schießen. So, drauf. Okay, wir könnten den dort wirklich noch kriegen. Alter Schwede. Was macht der für Schaden? Mist, dass ich die Mörsens wirklich nicht mehr dabei habe. Immer auf einer hohen Welle. Wir haben ihn. Alter, wir haben das Ding. Krass, 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 krass. Was für ein Riesenkreuzer, ey. Ja, das ist schon. Alter Schwede, was für ein Kreuzer. Level 38, der kommt auf jeden Fall in die Flotte. Ich kann es mir... Da sind mir 15 Leute, müssen wir killen. Wo ist die Munition? Haben wir keine Munition geladen? Doch, da hinten. Bringt mir bloß nicht viel. Nee, nicht wirklich. So, na los. Wow. Und noch einer, komm. Na los, komm. Ich hab nichts mehr. Achso, ich hab nichts mehr. So, drauf auf die. Kein Gedankensvereine. Boah, hallo. Oh.
So, der nächste stirbt und noch einer. Stirbt einfach. Ja. Stirbt. Flagge des Schiffs zerstören, mache ich mal gleich. Ich habe meine Crew sich um den Rest hier kümmern. Hier brennt es anscheinend. Ich glaube, ich habe gerade Leben durch den Brand verloren. Ah, ich muss hier durch. Oh mein Gott. Oh, und hoch mit mir. Woo! So, runter. Genau, lasse ich mal jetzt... Jetzt hatte ich leicht Angst gerade. So, hoch mit mir. Und da ist schon die Flagge. Ich hoffe, der schießt jetzt nicht runter, der Typ auf der anderen Seite. Unsere Crew verlässt langsam der Mut. Weg mit der Flagge! Huah! Scheiß auf eure Ehre! So, wunderschön! Jetzt müssen wir uns fragen, wie komme ich hier runter? Boah, was für ein Sprung, Alter! So, runter mit mir! So, stirb doch einfach! Komm schon, letzte! So, das waren zwar nicht wir, aber immerhin haben wir das Schiff besiegt. Alter, Level 38, ist das geil! Die Schiffe können also noch richtig heftig werden. Hallo ihr Süßen! Was soll mit dem Schiff geschehen? Oh, haben die ein geiles Zeug dabei. Den können wir ins Flotte aufnehmen. Ja. Da freue ich mich doch und ich glaube, wir sollten vielleicht doch ein bisschen auf unsere... Okay, wir sollten vielleicht doch ein bisschen auf unsere Dings achten, weil wir sollen vielleicht nicht so viel mit diesen Level 38er Schiffen uns anlegen. Haben wir getroffen? Verdammt daneben! Ja, nee, anscheinend nicht. Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Feuer! Scheint noch zu leben! Und... Feuer! Feuer! Kanone bereit! Stirb! Sollen wir entern, Sir? Natürlich sollen wir entern. Da liegen 2000 Real drauf, mein Guter. Die lassen wir uns nicht entgehen. Mehr Segel, alle Segel! Cool, Level 38er Schiff und 2000 Real. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Bereit machen zum Abschluss! So, 15 Leute und gegnerische Kundschaft natürlich. Okay. Ich habe keine Munition mehr, deswegen nehme ich das jetzt mal. Wie aber weg war. Flup. Und der da hinten noch. Komm schon. Und halt nicht. Okay, wir haben Gegner und Leute getötet. 4. So, ich weiß, die Kundschaften sind hinten, die sind wahrscheinlich da oben wieder. Ach ja, keine Kundschafter. Jetzt raff ich das mit den Kundschaftern. Das sind nicht Kundschafter im Sinne von diplomatische Kundschafter, sondern das sind Kundschafter. Was denn machst du? Einfach mal so irgendwelche wichtigen Leute, aber es sind einfach nur Kundschafter. Na dann holen wir uns die Leute mal. Hallo? Dann halt nicht. Machen wir es halt so. So, ich hätte gern die Waffe ist runtergefallen, ja? Obwohl ich schon mit. Ah, was hab ich jetzt? Was ist. Was war denn das jetzt? Oh, ich dachte, ich sterbe jetzt wegen dem Bug. So, hoch mit mir. Flips. Weg damit. Und runter mit uns. Weg damit. Tot damit. Und der ist auch weg.
scheint der Captain zu sein hier. Auf! Aua! Ich kämpfe mit bloßen Fäusten, wisst ihr, der hier strengt sich lieber an irgendwie. Na los, komm! Ja, na endlich! Ja, bist du dann mal! Ja, bist du am besten! Ja, das schafft von uns! Okay. Los geht's! Was machen wir mit dem Schiff? 2000 Real bekommen wir ja, gell? Bam! Und dann würde ich sagen, wir reparieren erstmal die Jackdaw. Auch wenn es ein schönes Schiff ist, aber wir müssen auch mal an das Wohl der Jackdaw denken. Wir können nicht jedes Schiff in unsere Gruppe einladen. In unsere Gruppe einladen? Falls du als immer irgendwie eine Konferenz, so eine Konfi bilden will. So, da sehe ich auch gleich ein Animus-Fragment. Ein Animus-Fragment? Haha, alles gesagt. Bist du doch Assassin's Creed 1, erstes Let's Play. Wir steigen wieder in den Animus. Das war noch Zeit. So, was haben wir denn hier? Vogel? Soll ich gar nicht töten? Okay. Alles töten, was einem im Weg kommt. Pistolenmunition ist alle. Macht aber auch nichts. Kann ich da nicht irgendwie dazwischen? So. Da haben wir das Zeichen auch schon. Unser Schiff sieht echt geil aus mittlerweile. Kommt mir irgendwie größer vor, ich weiß nicht. 50 Animus-Fragmente haben wir schon gefunden. Ach du meine Güte. Da haben wir auf jeden Fall schon einiges erreicht, ne? Drüben sieht es aus, wie als wenn das Schiff kaputt wäre und wir hätten es nur notdürftig repariert, genau wie hier. Ja, das ist hier. Diese notdürftigen Reparaturen da. Ich weiß nicht, ob das sein muss oder ob das so ist, weil das Schiff nicht voll ausgeschädigt ist. Das Ruder. Moment, wir gucken mal ganz kurz. Ich wollte... Moment. Fortschrittsanzeige. 52% Hauptsequenz, 3... Oh, wie wenig wir hier erst haben. Da denkst du dir, wow, wir haben eigentlich ganz schön viel gefunden und dabei haben wir fast gar nichts von den Nebenmissionen gemacht. So, wo sind denn... Ich säge mal zur Truhe, dann kriegen wir das Animus-Fragment da noch. Und sind genau daneben, wo wir eigentlich hinwollen. Go, 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 go! Wir haben 4 Zeichen. Es könnte passieren, dass wir bis dahin nochmal auf so ein großes Schiff treffen. Wäre schon ziemlich geil. Und dann kommen aber jetzt hier nur noch Schiffe ab Level 30 in unsere Flotte rein. Oder Level 28 gibt es ja auch viele. Und die ganzen Level 16er, die tun wir dann einfach für unser Schiff oder für die Dings nehmen. Ich weiß ja nicht, was für Schiffe kommen, wenn wir dann 5 Sterne haben. Das muss ja übelst krass werden dann. Nicht, dass dann auch solche legendären Schiffe kommen. Oh, das wäre krass. Das für legendären Schiffen verfolgt, kannst du nur noch wegrennen. Okay, da ist... Da liegt das Fragment am Hafen, Ufer, was auch immer das sein soll. Bucht. Nehmen wir natürlich gleich mit. Ort ansehen, können wir machen. Bringt uns aber nicht viel. Klippe voraus, Sir! Na halt doch mal an! Hält er denn nicht an? Hier hältst du an, ey, du bist ein Held, ey, das geht ja gar nicht. Nee, da fahre ich jetzt nochmal rum, komm. Im Eselbeschützen stehen, fahre ich einfach nochmal rum. Wir hatten wahrscheinlich zu viel Speed hier drauf. Vorsegel setzen! So, ich hoffe, wir streifen die Klippen jetzt nicht. Alle Segel, sie verträgt das! Auf Geils, nehmt Druck vom Bauch! So! Alle Segel reffen! Und da haben wir es geschafft. Alle Segel niederholen! Wuhu! Captain über Bord! Ja, der ist doch hier. Alles easy. Da ist das Fragment und da ist die Truhe und die holen wir uns jetzt noch schnell. So. Hallo, Truhe. Die lässt sich natürlich nur von einer Seite öffnen. So. Was? Achso, nee, das ist ja nicht hier. Ich dachte gerade, die Truhe, die Kiste ist auch hier. Aber die ist ja nicht hier. Flup. Ah. Schwimmi, 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 schwapp, schwimmi, schwimmi, schwapp, schwapp, schwimmi, 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 schwimmi. Da 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 da. So, und da sind wir auch schon wieder, liebe Mannschaft. Öffnet die Hauptsegel!
Und damit geht's los und wir segeln dem Schicksal entgegen. Doch damit, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal. Denn heute ist die Folge auch schon wieder vorbei. Tschüss.